Hallo, liebe Lieben, hier ist wieder der Kuscheldrache. Wir sind immer noch im Tempel, versuchen unser Bestes rauszukommen. Wir haben Indiana Jones 2 gemacht, wir haben die Trogs geschlagen, wir sind ihnen entkommen und sind prinzipiell mit dem Gesicht gegen Arkadas geschnümmelt. Fand er jetzt nicht ganz so toll, wie ihr seht. Er schwingt schon den Hammer. Und wir gucken jetzt mal, dass er uns nicht trifft. Neben mir ist natürlich wieder der Gram auf der Schulter. Hallo. Ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten. Wir gucken mal und wir bleiben bei unserem Warlock, damit ihr auch wirklich seht, man kommt mit dem Basic Deck hier durch. Hoffen wir. Ja, mal gucken, da könnte es ein bisschen schwieriger werden, aber das werden wir schon schaukeln. Genau. Alle Diät. Shall be mine. Nee, Seelen wollen wir alle gar nicht haben, wir wollen hier raus. Ja. Ja, hier hätte ich vielleicht gerne eine Karte, mit der wir anfangen können. Das wäre ganz super, ne? Aber ja, lass mal den Razor Fanhunter da. Die andere tust du mal weg. Genau. Ja. Aber der hat, glaube ich, weiß nicht, ob der Waffen hat. Ach ja, super. Nee, der beschwört doch immer diese Statuen und lässt sie dann platzen. Das ist so lange her. Ich habe das direkt am Anfang, als die rausgekommen sind, gemacht und dann auch direkt die Rogue dahinter und dann halt nie wieder da. Nee, der setzt jetzt hier immer solche komischen Steinstatuen hin und irgendwann lässt er die explodieren. Und das ist ganz schlecht. So. Da wäre auch, also ein Priest würde ich hier vielleicht empfehlen zum Buffen, aber gut. Haben wir jetzt aber gerade nicht da. Infolgedessen nehmen wir jetzt den. Und ihr müsst halt prinzipiell immer versuchen, so viele Steinstatuen wie möglich wegzumachen. Ja. Ja, kannst du auch beide, ich will beide weghauen. Ja, Wenn es darum geht, nee, in den Cast oder dann willst du nicht. casten, ja, also. Ich mache jetzt mal den. Also, wenn du sagst, es geht darum, die Kreaturen wegzuhauen, Ja, das Problem. Also, ich meine, mich entsinnen zu können, dass er dann auch unsere sprengt. Ne? kein Plan. Gucken wir mal, was passiert. Irgendwann wird es schon kommen. Entweder ich habe recht. Oder nicht. Damit kannst du auch alle killen. Ja, dann machen wir das jetzt auch mal. Und hoffen wir mal, dass ich mich jetzt nicht irre, weil wenn nicht, gucke ich ziemlich dumm aus der Wäsche. Nicht, dass das was Neues ist, aber irgendwas ist immer. Ja, da will ich ganz eindeutig den Razor fernspielen und eine Karte ziehen. Aber das ist, er hat einen recht guten Anfang. Ja, das ist doch schon mal toll. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt möchtest du uns das Spiel zeigen. Ja. Also ich würde vielleicht das Totem angreifen und den Mortal Coil drauf. Aber ja, gut, das ist natürlich sehr wenig, damit Spieler durchweg geht. Das ist ein bisschen schade. Ja, Ich ist nehme auch noch wirklich. zweimal die Suppotus. Nein. Ich weiß nicht, du könntest natürlich beide spielen. Das würde dich aber sehr viele Karten kosten. Deswegen würde ich vielleicht eher den Gobashi spielen, weil der nämlich eine ganze Menge weghauen kann. Ne? Ja, Das aber. Problem, er hat seine Killkarte, da ich weiß. Ja. Aber es sind da 4 Damage, die nicht in unser Fenster gehen. Genau. Also. Wir müssen jetzt einfach mal abwarten und gucken, was kommt. Was habe ich gesagt? Ja, das machen wir noch mal, meine Damen und Herren. Abwarten. Also wir killen jetzt erstmal seine Schlange. Dann killen wir einen seiner künftigen Hunde da. Und dann spielen wir den Ogre. Genau.
Gut, Gram hat eindeutig mehr Optimismus an ich, als ich an dieser Stelle. Ja, das hat nichts mit Optimismus zu tun, nur wenn man noch viel Leben hat, ist man nicht tot. Gut. So, hier würde ich jetzt auch den Mortal Coil auf meinen Gorobashi sprechen. Damit der Gorobashi den Block wegmacht? Genau. Gut. Dann muss der Hund weg. Und dann Spam, also Razor fern und den Schlamm und eine Succubus. Weil wir können eh keine Karten mehr ziehen. Und ja. Das ja. Gut, perfekt. Er braucht ja nicht mehr viel Damage. Er hat ja so viele Buff-Zauber, ich denke. Genau. Mit Waffen oder so. Und ja. Er muss die Dinger jetzt ja nur nochmal sprengen und dann ist schon wieder gut. Das ist ja wirklich das Problem an der Geschichte. So, so, und jetzt, ich würde zuerst mit dem Schwein ins Gesicht auch dran greifen. Ja, mal gucken, was passiert, ne? Ja, und dann alles ins Gesicht. Er kann ja nicht anwarten. Ja. So, wir müssen jetzt prinzipiell hoffen, dass er... Das war's. Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt prinzipiell hoffen, dass genau das nicht passiert, was gerade passiert ist. Aber gut, das machen wir nochmal. Er hat einen dicken Hammer, gelegentlich trifft er auch mal. Prinzipiell, Arcadas Take Two. Eine kurze Pause und wir sind gleich wieder da.